Oh, Gary, ich bin so aufgeregt. Ich kann kaum glauben, dass morgen das 71. Jubiläum der Krossen Krabbe ist. Wow. Das ist richtig, Gary. Mr. Krabs lässt die Party in meiner Ananas steigen. Ich darf sogar alles bezahlen. Ist das nicht toll? Wow. SpongeBob, pass auf, mein Junge. Morgen ist ein sehr wichtiger Tag. Für die Kasse! Denk an all die Krabbenburger, die wir verkaufen. Mr. Krabs, sollte die Geheimformel nicht sicher aufbewahrt werden? Gute Idee, Junge. Hier, nimm die Formel und bewahre sie sicher auf. Ei, ei, Mr. Krabs, ich werde Sie nicht enttäuschen. Hey, Patrick, was machst du denn hier? Mr. Krabs hat mich als Aufpasser für die Party angeheuert. Hä? Oh nein, Patrick, wo habe ich bloß die Formel hingetan? Ich weiß es nicht mehr. Ist sie in deiner Tasche? Da ist sie nicht. Oh, hey, vielleicht in meiner? Nö. Okay, SpongeBob, keine Panik. Ich spüre, wie meine normalerweise sorglose Art sich auflöst. Was bedeutet das? Dass ich traurig bin. Und wenn ich traurig bin, kann ich mich an nichts erinnern. Patrick, wir müssen die Formel finden, bevor du weißt schon, wer sie findet. P-L-A-N-K-T-O-N. Ah! Plankton, wie lange stehst du schon da? Lange genug, um zu wissen, dass du Probleme hast. Nun, SpongeBob, da wir ja Freunde sind, scheint es nur recht und billig zu sein, wenn ich dir helfe, dich zu erinnern, wo die Formel ist. Ach, das wäre sehr nett von dir, Plankton. Sehr, sehr nett. Hey, Moment mal. Wer sagt mir denn, dass du die Formel nicht für dich selbst haben willst? Mein ehrliches Gesicht? In Ordnung. Suchen wir diese Formel. Gut, fassen wir zusammen, ja? Schritt 1, schlafenden SpongeBob am Stuhl fesseln. Okay. Schritt 2, Roboter schrumpfen. Okay. Schritt 3, Wäsche machen. Ich meine, Roboter ins Gehirn einfügen. Okay. Schritt 4, Fernbedienung einschalten. Okay, und nochmal okay. Nun, mit dieser Steuerung kann ich meine Nanobots in die tiefsten Winkel von SpongeBobs kleinem Gehirn schicken, wo ich aus seinen Erinnerungen die genaue Position der Geheimformel ein für alle Mal extrahiere. Einfacher geht's nicht. Gut, Planänderung. Ich begebe mich jetzt in SpongeBobs Gehirn und finde die Formel selbst. Also wie ist das jetzt? Die einzige Möglichkeit, dass du dich erinnerst, wo du die Formel hingetan hast, ist, glücklich zu sein? Ja, so ist das. Im Ernst, SpongeBob, kann doch nicht schwer sein, dich glücklich zu machen. Moment mal, erinnerst du dich ans Quallenfischen? Da warst du glücklich. Wow, Patrick, ich fühle mich bereits glücklicher. Wir haben eine Erinnerungsader erwischt. Graben wir weiter. Schaut mich an, ich fische Quallen. Komm her, kleine Qualle, und komm in mein Netz. Hey, Patrick, wo sind die Quallen hin? Als wir Quallen fischen waren, waren da noch keine Roboter. Natürlich waren sie da. Du hast sie vermutlich nur nicht bemerkt, weil du so viel Spaß hattest. Ja, du hast recht, Plankton. Wir haben sie vermutlich nicht bemerkt. Natürlich sieht man sowas nicht alle Tage. Fürchte meinen mächtigen Hammer! Ich bin SpongeBob, Roboterreduzierer. Ich bin cool, Robotereingeweide.
so viele Optionen. Wo ist die Option für Geld? Ich werde dich auf dem Boden festnageln. Glück der Nächste. Bitte. Problem gelöst. Auf Schwammart. Noch mehr Metallkopf zu dem Schrottplatz. Glücklich, ich könnte einen Quallenschwarm umarmen. Glückliches Glück! Hurra! Nimm das, du lästiger Roboter! Tut mir leid, aber du warst im Weg. Das ist irgendwie nett. Fühle mich 32% glücklicher. Boing, boing, boing. Das wird dir auf die Sprünge helfen. Ich... Aber du bist meinem Hammer im Weg. Ich kann nicht glauben, dass ich das ganze Ding geschrottet habe. Unterschätze niemals die Macht eines Schwammes. Entschuldigung, aber ich muss dich jetzt platthämmern. Das ist irgendwie nett. Ich platze vor Glück. Ich platze vor Glück. Fühle mich zwar in Dra- Ich glaube, ich kann den Schalter von hier aus treffen. Auf den Weg! Dieser Hammer hat... Ich kam, ich schlug, ich fetzte! Ich bin der Schwamm! Jetzt der Boss. Pass auf, Herr Schalt. Boing, boing, boing. Dich in die nächste Woche. Oh. Oder zumindest in die nächste halbe Stunde. Nicht so schnell. Ich hab nur 5 Beine. Und eins davon ist mein Kopf. Hey, wo bleibt da die Liebe? Vorsicht vor meiner mächtigen Hammertechnik.
Ich liebe es, wenn ein Plan gelingt. Wer hat die gebaut? Ein nervöser Zimmermann? Das wird dir auf die Sprünge helfen. Glück wem Glück gebührt. Ich bin der Schwamm. Große böse Roboter kaputt gegangen? Du kannst mich erschüttern, aber nicht zerbrechen. Quallen, Quallengelee auf den Boden. Quallen, Quallengelee auf den Boden. Schon wieder weg. Das war leicht. Bin ich mal ins Schwitzen gekommen. Ich bin so glücklich, ich könnte einen Quallenschwarm umarmen. Zwischen mir und der Formel. Ich platze vor Glück. Das ist irgendwas für ein hübscher Schrotthaufen. Ich platze vor Glück. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Ich fühle mich so zerrissen. Und ich meine nicht meine Hose.
wird dir auf die Sprünge helfen. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Boing, boing, boing. Glück dem Glück gebührt. Ich bin so glücklich, ich könnte einen Quallenschwarm umarmen. Hüpfen. Das wird dir auf die Sprünge helfen. Boing, boing, boing. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Ich platze vor Glück. Fühle mich 32% glücklicher. Ich fühle mich zwar, kann kaum erwarten, das nochmal zu tun. Schlag, Schlag! SpongeBob, den besten Schlag! Wenn Mama mich so sehen könnte! Ich hab dich! Der Seestern lässt dich gerne sehen! Das gibt ne Beute! Ich fühle mich 32% glücklicher! Muss mehr Kraft finden! Wie geht es dein Kopf? Ich bin ein wenig erschüttert, aber lass dich davon nicht aufhalten. Ich hab dich. Mit diesem Hammer werde ich dich. Und jetzt der unausweichliche Absturz. Das gibt's ne Beute. Der Seestern lässt die Sterne sehen. Aber der Verhauen ist ein gutes Kreislauftraining. Patrick, ich tu dir nicht weh, kleine Qualle. Ich möchte dich nur in ein Glas auf meinem Fernseher stellen. Ich werde dich jagen. Und dich, und dich, und dich. Oh, du bist aber süß. Ich werde euch alle jagen.